Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir haben nun die Schockhandschuhe des Electrocutioners und wissen nun, wo der Joker ist. Gefunden, Sir? Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. 6 unbewaffnete Gegner dort vorne. So, wie kann man die Schockhandschuhe nochmal im Kampf nutzen? Joker lässt das Etablissement. Um links steht Schockhandschuhe. Wir müssen ja anscheinend, genug Gegner schlagen, damit sich das auflädt. Und dann können wir die wahrscheinlich irgendwie aktivieren. Oder die aktivieren sich automatisch. Es erscheinen nur zu wenig Gegner zu sein. Das wird ja nicht reichen. Naja, wobei. Vielleicht reicht das doch, das reicht. Dann benutzen wir sie direkt mal. Und der letzte. Na, was haben wir denn da? Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Da oben lang. Nach oben. Was ist da unten los? Bettel ruhig um dein Leben. Wird nichts bringen. Ich kann nichts sehen. Denkst du, ich schäme mich? Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar, zwischen den Türmen. Dann werden wir dorthin gehen. Machen wir das hier auf. Ein Gegner. Ein bewaffneter Gegner dort vorne. Zwei gerettete Hotelangestellte für dich und... Oje, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend. Aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich!
Kopf hoch. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt. Garniert mit etwa 400 Pfund Schläger. Da ist der eine bewaffnete Gegner. Und jetzt werden uns auch noch mehr angezeigt. 3 weitere Gegner. Allerdings unbewaffnet. Ich sehe nur 2. Jetzt ist da der andere auch. Oh Mist! Oh, oh, Batman! Beeil dich! Gleich wird jemand erschossen! Oh. Sieht aus, als wärst du derjenige, der äußerst bedauernswert. Ich weiß, für mich. Dein Aufenthalten. Ich weiß genau, dass du da drüben bist. Ah! Ich schätze. Ne? Damit kommst du nicht durch. Ein Schlag auf den. Mit den Schockern schon müssen wir den auch nicht mehr betäuben. Da können wir einfach zuschlagen. Klar, sie spucken große Töne, aber setz sie auf den elektrischen Stuhl und sie heulen wie kleine Mädchen. Glaub mir, ich hab das getestet. Ein Gegner, unbewaffnet. Direkt über uns. Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Ja, das machen wir ja gerade. Hat Black Mask schon geantwortet? Negativ, kein Ton von ihm, weil er ins Gebäude gegangen ist. Kein Ding, der kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einbruch draußen beim alten Freizeitpark geschickt. Angeblich hat Vicky Bell die Sache spitz gekriegt. Verdammt, ich bin gleich da. Dann drücken wir mal hier drauf. Und das bringt uns einen weiteren Weg. Nein, du musst uns jetzt nicht mehr. Musst jetzt nicht mehr nach uns suchen. Ausschau halten. Was erwartet uns hier? 2 unbewaffnete Gegner. Da sollen wir nicht raus. Da vorne. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst übertroffen. Das Bad hat 3 verschiedene Sorten Seife. Ich weiß, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wandersäure und lass es gut sein. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Dann bringen wir die Gäste hier durch. Bald, Hoffin. Aber erst zu spät gehört, dass die noch was sagen. Hätte die ausreden lassen. Oder war ich schon im Flug? Du hast keine Chance gegen uns. Jetzt geht's an. Hast du alle erledigt?
Und dich auch. Jetzt sind's alle. Fragst du? Naja, ich habe einen tollen Deal für einen stillgelegten Freizeitpark gemacht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Anschlag besiegelt haben. Und noch? Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass hier mal Auge was war. Aber scheinbar nichts, was wir jetzt schon suchen. Hier kommen wir rüber. Ja, damit nicht. Schnell, Batman, beeil dich. Nein, da hoch. Toll. Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Spielkameraden. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass wir gestorben sind. In diesem Let's Play. Wo ich das alles her habe, fragst du? Naja, ich habe einen tollen Deal für einen stillgelegten Freizeitpark gemacht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Anschlag besiegelt haben. Na endlich. Beim zweiten Versuch haben wir es dann auch hier hoch geschafft. Elektrisch. Klopf, klopf. Naja, technisch gesehen war das Schummeln. Aber ach, was soll's? Ich mag Schummler. Also, bravo, Batman. Bravo. Oh Gott, danke. Lass mich hier raus. Können wir die befreien? Nein. Ja, die können sich auch mal selber befreien. Netter Versuch! Es gibt keinen Ausweg! Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste durchschicke. Oh. Ist das nicht zum Schlangweilig? Wenn du es nicht bald rauskriegst, geh ich schlafen und warte auf den Weihnachtsmann. So knapp daneben. Getroffen. Aber wir sollen nach oben. Ich dachte, das hier öffnet sich. Oh, das ist ja gar keine Tür. Versuche ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Ich glaube, ich rieche dafür. Welcher war der zweite? Ich glaube, der. Er hat geschafft. Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt, ein Lächeln am Abend ist besonders erlaubt. Oh, das ist ja wieder ein Vollstrecker. Das ging schnell. Yeah.
Ich flüchte. Was du auch willst, du kriegst das nicht. Eigentlich müsstest du jetzt fertig sein, nicht wahr? Hast dich rücksichtslos durch meine Weihnachtsattraktion geschlagen und kannst jetzt nicht mal... Du kannst gleich weiterreden. Wir verbessern hier kurz erstmal was. Hier kann ich nichts verbessern. Und halt nicht dann eben hier. Das machen wir. Die Tür? Das Traurige ist, es gibt keine Tür. Niemand kommt hier raus. Klar, das verringert die Besucherzahl. Aber das tun die Attraktionen ja auch schon. Ha! Willst du die schreckliche Wahrheit hören? Ich bin erst seit ein paar Tagen in Gotham. Und schon jetzt habe ich mehr erreicht, als du in den... Wie viel? 2 Jahren, die du die ganze Kostümshow abziehst. Roman Sionis, Beck, Loeb, Mann, der war korrupt bis ins Mark, bin ihn losgeworden. Der Anstaltsleiter von Blackett, bin mir sicher, der kommt hinter Gitter, nach dem, was ich ihn heute hab machen lassen. Weißt du, es ist fantastisch, was man alles erledigen kann, wenn man sich keine Sorgen um richtig und falsch macht. Wenn man die Dinge einfach aus Spaß macht. Das ist dein Problem, Batman. Und das schadet deiner Effizienz. Du bist viel zu ernst. Da. Meiner kleinen Geisterbahn geschafft. Leider solltest du mittlerweile tot sein. Entschuldige mich bitte. Ich muss den Architekten erschießen. Komm her, du mieser Bot. Bitte nicht. Bald sollten wir da sein. Aber wir erwarten noch weitere Gegner. Mit einer Geisel. Dachtest du, könntest dich verstecken, hä? Wer sind Sie? Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt noch mehr von Ihnen. Sie haben meine Kollegen. Sie zwingen sie. Keine Sorge. Ich finde sie, bevor etwas passiert. Okay, beeilen Sie sich. Keine Spur von der Fledermaus. Wäre es okay, wenn wir die Typen abknallen? Ja, warum nicht? Legt los. Er sagt, wir können sie töten. Jungs, schaut mal, ich bin im Fernsehen. Heimer! Hey, Vicky! Hierher, Baby! Film das mal! Das glaubt ihr nicht! Ein gepanzerter Vollstrecker ist er wieder. Kinderspiel! Aufgepasst! Warum gehe ich doch direkt in seine Schläge rein? Weg damit. Damit stopp ich dir das Maul! Das ist schon der letzte. Die Geiseln sind in Sicherheit. Ich muss zum Penthouse und den Joker aufhalten. Fünfundzwanzigster Stock. Und nun? Da rein. 12 unbewaffnete Gegner wieder? Aber ich weiß nicht wo, doch da oben. Die sind noch sehr weit oben. So etwas habe ich noch nie gesehen.
Der Zünder dieser Bomben ist auf den 31. Dezember gestellt. Mit meinem kryptografischen Sequenzer sollte ich sie entschärfen können. Oh nein, du hast meine Schneemann-Bomben gefunden! Frohes Neues. Du konntest einfach nicht bis Neujahr warten. Dann geht das Feuerwerk halt früher los. Schnell raus hier. Meine Güte, kaum zu fassen. Haben wir das im Kasten? Ja, wir sind immer noch auf Sendung. Hier ist Vicky Vale, live am Gotham Royal Hotel, wo es gerade eine gewaltige Explosion gegeben hat. Und jetzt scheint es, als sei der Batman von der Druckwelle aus dem Gebäude geschleudert worden und dass er jetzt unter unserem Hubschrauber hängt. Moment, was ist das? Mehrere bewaffnete Männer haben sich auf dem Balkon versammelt. Die haben Waffen. Wir müssen hier weg. Wir warten, bis er springt. Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtung ohne Aufzeichnung hat die Fledermaus diese Nacht zweimal gesehen und abgelichtet. Könnte das eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten? Wird er eine Person der Öffentlichkeit? Eins jedoch ist sicher. Nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Gotham ein Begriff sein. So etwas gibt es nur bei uns. Der Batman live im Fernsehen. Ich bin Vicky Vale. Bis zum nächsten Mal. Es sieht so aus, als ob die dort oben gleich auch noch runterkommen und da ist ein gepanzerter dabei. Ich heb mal die Schockhandschuhe ein bisschen auf. Gerne die hier runterkommen. Also gut, Brüder. Erteile meine bittere Lektion! Bells Söldner. Mal sehen, aus welchem Holz die geschnitzt sind. Der letzte. Hier werden wir aber erst im nächsten Part reingehen. Dann bin ich ja nun erstmal im Part. Und dann bis zum nächsten Mal.